Urlaub bei Freunden. Und wahrhaftig, das stimmt. Die Kärntner tun alles, um ihre Gastfreundschaft zu beweisen. Urlaub am Wörthersee ist zum Begriff geworden. Der See bietet Möglichkeiten für Wassersport, für kleine und große Leute, für kleine und auch große Ansprüche. Begrüßt man auch gern einmal ungewöhnliche Gäste für ein paar Tage. Und wenn es sein soll, sogar eine einzige Familie mit fast 2000 Mitgliedern. Fahrer des Fahrzeuges US. Wir sind eine sagenhaft große Familie, mit einem tollen Zuwachs. Trotzdem war es ganz friedlich am Südufer des Wörthersees. Nicht immer ganz leise, okay, aber friedlich. Und kennen Sie vielleicht eine andere Großfamilie, die das von sich sagen kann? Also, was wir gemeinsam haben? Ein Auto. Einen einzigen Typ. Auf den stehen wir alle. Sie glauben gar nicht, wie sowas verbindet. Fast den ganzen 2. Juni herrscht im Meldebüro Hochbetrieb. Jeder Teilnehmer am internationalen GTI-Treffen 1983 erhält einen Mostkrug, jedes Auto eine Teilnehmernummer. Radio Carinthia sendet Musik, Interviews und Informationen über die ganze Veranstaltung. Jeden Tag. Die Regenschirme haben wir nicht gebraucht. Die Sonne schien die ganze Woche. Darum ist auch der Staub von ganz Europa auf unseren Autos geblieben. Ein bisschen anders als die anderen. Nicht um jeden Preis, aber ein paar Zehntausender dürfen es manchmal schon sein. Fast jeder von uns macht was am Auto. Oder sehen Sie einen ganz normalen GTI? Da sehen Sie. Trotzdem, alles bleibt in der Familie. Einige Teilnehmer des GTI-Treffens bevorzugen das Motorboot, die Presse. Nee. 20 Journalisten aus Deutschland, Österreich, England und der Schweiz, die über die Veranstaltung berichten wollen, nähern sich ihrem Mittagessen anstatt in GTIs auf dem Wasserweg und werden anschließend vom Herrn Bürgermeister herzlich begrüßt. Jetzt hoffen wir, dass wir am Abend bei der Rekordparty mit dabei sein. Und jetzt sind Sie Gäste eben, wie erwähnt, vom Herrn Landeshauptmann. Ich wünsche guten Appetit und vor allem einen vergnüglichen Nachmittag und bitte sich wegen des Essens zu entscheiden. Inzwischen sammeln sich die Teilnehmer am Corso, um die Schönheiten des Wörthersees wenigstens einmal von allen Seiten zu sehen. Corso ganz um den Wörthersee rum. Wir zeigen auch denen vom Nordufer, wer wir sind. Übrigens, nicht, was Sie nun wieder denken. Die Polizei ist sehr zufrieden mit uns. Ob wir nun vom See viel sehen, weiß ich nicht. Naja, Hauptsache ist ja, dass die anderen uns sehen. Heute am Nachmittag 800 Golf GTI
wenigen gezählt worden. Und wenn ich in die Halle blicke, so sind es weit über 2000 Teilnehmer. Am Begrüßungsabend sind die Ansprachen kurz und werden von den Teilnehmern mit Begeisterung aufgenommen. Zuerst spricht der Herr Bürgermeister. Es Ihnen antun wird, dass Sie nicht nur zu solchen internationalen Treffen kommen, sondern dass Sie auch künftig unsere Urlaubsgäste am Wörthersee und im Lande Kärnten. Auch der Herr Professor aus Wolfsburg ist gekommen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Veranstaltung alles Gute und hoffe, dass Sie noch oft eine Wiederholung finden. Dankeschön. Der Herr Direktor aus Salzburg hat eine Idee für die Wetterfrösche. Ich beglückwünsche Sie zu dem großartigen Wetter. Und Herr Landeshauptmann, ich mache den Vorschlag, wenn künftig wieder ein Hochsonnenschein über Kärnten strahlt, nennen Sie das GTI-Wetter. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Schließlich eröffnet der Herr Landeshauptmann persönlich die Veranstaltung, ganz offiziell. Dem GTI-Treffen 1983 einen guten Verlauf und Erfolg von einem privaten GTI-Fahrer und euch allen zusammen viel Spaß. Das Treffen ist eröffnet. Sollen noch nicht gewusst haben, was sie mit ihrem GTI alles noch machen können. Nach dieser Ausstellung wissen sie es. Informationsmesse heißt das. Ich habe da allerhand mitgekriegt. Andere hätten am liebsten noch mehr gewusst. Fünfzehn Tuning- und Zubehörfirmen stellen aus. Und dabei geht es nicht nur um das Äußere. Bei Autos wie bei den Zuschauern. Für manche bleibt der Wunsch offen, noch mehr Informationen zu erhalten, ein noch größeres Zubehörprogramm zu sehen. Beim nächsten Mal wird dieser Wunsch sicher in Erfüllung gehen. Also ich komme da mit meinem Fotoapparat ans Ufer und traue meinen Augen nicht. Ein GTI auf dem Wasser. Zuerst denke ich, da hat sicher einer so ein Ding aus Jux gebaut. Das ist aber kein Spaß. Das waren richtige Ingenieure. Und die haben eine Menge Erkenntnisse dabei gesammelt. Die sollten nämlich möglichst viel vom normalen GTI verwenden und möglichst wenig Teile dazu konstruieren. Und Erkenntnisse für den Serienbau gewinnen. Festigkeit und Wasserempfindlichkeit von Karosserie, Motor und Getriebe. Belastbarkeit des Fahrwerks, Hydraulik allgemein und Korrosion. Da sagt der Polizeibeamte zu mir, wenn Sie das nächste Mal mit Ihrem GTI zu schnell fahren, dann achten Sie darauf, dass Sie eine große Bugwelle vor sich herschieben. Dann können wir nämlich nicht messen. Tja, leider stimmt das. Die 38 km/h vom Seegolf hat dann ein Motorboot gemessen. Nicht amtlich und
nicht mit Radar. Wie gesagt, die Bugwelle hat's verhindert. Schade. Nur ein einziger Programmpunkt der vier Veranstaltungstage erinnert daran, dass es sich beim GTI-Treffen um sportliche Fahrzeuge und eben solche Fahrer handelt. Der Slalom am Pyramidenkogel. 150 Fahrerinnen und Fahrer gehen im Laufe des Tages an den Start. Höchstens 15 Sekunden lang lassen wir mal die Reifen quietschen. Das reicht immerhin, um den Leuten zu zeigen, dass wir es können. Sonst fahren wir nämlich wirklich friedlich. Ach ja, das sagte ich ja schon. Ganz für die Bestzeit gereicht, aber sie dürfte den dritten Platz in der Damenklasse einnehmen in dieser Zeit. Sehr diszipliniert verhalten sich auch die Fahrer einer Kolonne, die Minuten später in einem Fahrzeugstau stehen wird. In einem Stau allerdings, der berühmt werden soll. Na also Stau kann man das doch nicht nennen, wenn sich alle hintereinander aufstellen, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Und genau das wollten wir, die längste Schlange von einem einzigen Autotyp. Als alle 752 Stoßstange an Stoßstange auf der Süduferstraße des Wörthersees zum Stehen gekommen sind, hat die Schlange eine Länge von 4,2 Kilometern. Okay, mit Tonheit. Ja, Wahnsinn. Herrlich. Ja, und dann setzt sich die Schlange natürlich wieder in Bewegung. Und das gleich in vier Himmelsrichtungen, damit es nicht zu viel auf einmal werden. Quiz-Rally heißt das Ganze. Am weitesten weg ist die Kölnbreinsperre im Maltatal. Da läuft ein Höhenfest. Und das ist nicht von schlechten Eltern. Andere Fahrer besuchen das Feriendorf Bad Kleinkirchheim. Dort feiern sie beim Dorfkirchtag mit. Ist Wolfsberg im Lavantal interessanter, wo für Fahrer und Mitfahrer ein Mostfest organisiert ist. Am Farkersee steht die Burgruine Finkenstein. Da oben gibt es ein Burgfest. Und nun muss ich mal aus der Schule plaudern. Unser Filmteam ist mit dem Flugzeug unterwegs, damit es an allen vier Orten drehen kann. Und was soll ich Ihnen sagen? Die kommen zu spät. Die letzten und wirklich die letzten von uns ziehen gerade ab, als die mit ihrer Kamera aufkreuzen. Die hätten auch lieber ein GTI nehmen sollen. Der Golf GTI Berlin Reifnitz bringt wieder ein voll besetztes Zelt und auch Neugier, wer wohl am weitesten zum Wörthersee Südufer angereist ist. Denn dafür soll es einen Preis geben. So, und nun haben wir den GTI-Fahrer mit der weitesten Anreise. Und wir haben selber erst dreimal hingeguckt oder hinschaut, wie man in Österreich sagt, um uns zu vergewissern, dass das wirklich stimmt. Das ist die Startnummer 577. Jetzt kommt ein typisch spanischer Name. Karl-Heinz Rieks aus
Alicante in Spanien. Ganz kleinen Moment noch. Der Riefs gewinnt einen Karton mit 24 Liter Motorenöl. Ich möchte wissen, wofür er den eigentlich braucht, wenn er einen GTI fährt. Als Waterloo mit seiner Show anfängt, finden wir das spitze. Die Stimmung ist gut. Jedenfalls am Anfang. Aber es ist eine ziemlich lange Show. Und ein paar von uns kriegen das große Kribbeln im Gasfuß. Also, die stehen einfach auf und gehen auf die Bühne, weil sie tanzen wollen. Und dafür hat der Waterloo Verständnis und verschwindet. Und danach ist eine ganze Ecke fröhlicher, weil wir uns mal richtig austoben können, wo wir dürfen. Nicht auf der Straße, sondern beim Tanzen. Besser ist die Stimmung am Sonntagmorgen bei der Schlussveranstaltung, beim Frühshoppen. Die zünftige Musik und ein ebenso deftiges wie witziges Unterhaltungsprogramm sorgen dafür, dass keiner es bereut, bis zum Schluss dabei zu sein. Die Griffner Burm reißen ihr Publikum mit und sind musikalisch, wie auch im Erzählen von Geschichten und Geschichtchen, unerschöpflich. Die Preisverleihung für den Slalom und die Schlussverlosung sind nochmal ein großer Spaß. Denn die Preise können sich sehen lassen. Im Gesamtwert sind es 30.000 Mark. Nummer 3, Startnummer 464, Alois Häusler, 14,307. Der Sieger hat einen Pokal bekommen, der zweite, dritte und vierte je ein Buch Farbiges Europa, viermal eine Autobatterie, einen Reisekostenzuschuss ebenfalls von der Volkswagenwerk AG in Höhe von 1.000 D-Mark. Wir haben zu verlosen 4 Tage Halbpension für 2 Personen, im Hotel Siegfried in Reifnitz. Auf geht's!
Das war's dann. Eine runde Sache, wenn Sie mich fragen. Ein richtiges Familientreffen. Und nächstes Jahr soll es wieder steigen. Zum dritten Mal. Diesmal waren es an die 2000 Leute, die mit ihren GTIs gekommen waren. Und beim nächsten Mal? Wollten Sie nicht auch kommen? Oder gehören Sie etwa nicht zur GTI-Familie? Schade für Sie. Sehr schade. Servus.